Meine liebe Sängerin, in diesem Video verrate ich dir einen simplen Trick, mit dem du gleich drei deiner Hauptresonanzräume öffnen und aktivieren kannst. Klingt gut, nicht? Quasi drei Fliegen auf einen Schlag. Mein Name ist Jasmin Schmid, ich bin Sängerin und Vocal Coach für modernen Gesang und Belting. Bevor wir beginnen, zuerst mal eine kurze Definition. Was ist ein Resonanzraum? Ein Resonanzraum ist ein Hohlraum, in dem sich Klang entfalten kann. Beispielsweise mein Klavier hier hat einen großen Hohlraum, damit sich der Klang entfalten kann. Oder wenn du an eine Gitarre denkst, auch da hast du einen großen Hohlraum, damit sich der Klang entfalten kann. Oder wenn du in einer Tiefgarage bist, ich nenne es immer den Tiefgarageneffekt, da hast du auch einen großen leeren Raum, in dem sich Klang entfalten kann. Deshalb macht uns ja auch immer so Spaß, in solchen Räumen zu singen, weil es klingt. Bei uns Sängern ist es so, dass auch unsere Resonanzräume Hohlräume sind. Das heißt, alles, was oberhalb unserer Stimmlippen ist. Unser Kehlrachenraum, der Mundrachenraum und der Nasenrachenraum sind neben anderen Resonanzräumen so die drei Hauptresonanzräume. Und wie gesagt, mit diesem Tipp von diesem Video kannst du diese drei Haupträume schön öffnen. Hast du schon eine Idee, was das sein könnte? Es ist unser Kiefer. Vielleicht weißt du das, unser Kiefer, unsere Kiefermuskulatur ist, das ist unser stärkster Muskel, der stärkste Muskel von unserem ganzen Körper. Und hier hält sich auch sehr oft Spannung fest. Also es gibt ja viele Menschen auch, die mit ihren Zähnen knirschen nachts, weil diese ganze Spannung da ist. Also das heißt, das ist so eine bekannte Problemzone bei vielen Menschen, dass sie hier viel zu viel Spannung haben. Stress kann sich hier auswirken. Also Kiefer ist wirklich bei sehr, sehr vielen Menschen verspannt. Ist wirklich eine echte Problemzone. Und im Gesangsunterricht vergeht auch fast keine Stunde, ohne dass es mal nicht um das Thema Kiefer lösen, Kiefer öffnen, Kiefer entspannen geht. Vielleicht gehörst du selber zu den Leuten, die mit den Zähnen knirschen oder du weißt, dass das so ein bisschen dein Thema ist. Jetzt, was macht unser Kiefer? Wenn ich einen festen Kiefer habe, dann kommt meine Kehle hoch, das heißt, mein Kehlrachen wird kleiner. Also ich verschenke mir da schon viel Raum. Wenn ich meinen Kiefer festmache, dann ist auch mein Mundraum kleiner. Das heißt, auch da verschenke ich mir sehr viel Raum. Und wenn ich meinen Kiefer festmache oder der fest ist, dann ist auch wieder Weg blockiert rauf in den Nasenrachenraum. Und wenn du meine Videos kennst, dann weißt du, wie wichtig der Nasenrachenraum für uns Sänger ist. Das heißt, mit einem festen Kiefer machst du dir quasi alle drei Resonanzräume blockierst du, machst du kleiner, machst du zu. Der Weg nach oben, das ist kleiner, alles. Das heißt, der Kiefer ist wirklich ein extrem wichtiger Ansatzpunkt, um wirklich unsere Resonanzräume schön offen zu haben. Und offene Resonanzräume, das resultiert, das ist dann die große Turnhalle, die große Tiefgarage, da klingt, das heißt, dein Ton klingt voll und offen, rund, und nicht irgendwie gedrückt oder du musst nicht so sehr mit Kraft arbeiten. Vielleicht kennst du meine Videos Resonanz statt Kraft. Es ist ein Naturgesetz, je mehr Resonanz du im Ton hast, desto weniger Kraft brauchst du. Und wenn du weniger Resonanz drin hast, dann brauchst du mehr Kraft. Und Kraft kostet immer Kraft. Wir schauen uns also heute mal das Thema Kiefer an und ich zeige dir da gern ein paar praktische Übungen dazu. Übung Nummer 1 ist mal einfach so das Bewusstmachen, dass ich mal ganz bewusst meinen Kiefer löse, nachdem der vielleicht so vom Alltag, von Stress, was auch immer, angespannt ist. Das ist eine sehr einfache Übung und was wichtig ist, es geht mir bei dieser Übung nicht um irgendwelche korrekt intonierten Töne. Also lieber, du bist nicht ganz sauber auf dem Ton und hast dafür deinen Kiefer locker. Und es geht mir auch nicht um schön produzierte Töne, dass das ein klarer, schöner Ton ist. Der darf Luft drauf haben. Also die Ästhetik des Tones, die Genauigkeit des Tones spielt bei dieser Übung überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, hier von unserem Scharnier mal bewusst unseren Kiefer zu lösen. Wenn du magst, darfst du auch deine Hände dazu nehmen und da ausstreichen. Es ist einfach auf Wa-Wa, was du machst. Wa, wa, wa.
plötzlich mal ganz bewusst meinen Kiefer löse. Wenn du magst, darfst du auch sehr gerne in den Spiegel schauen, weil manchmal täuscht es auch, wie fest du deinen Kiefer schon geöffnet hast. Du hast das Gefühl, dass du ihn schon so weit offen hast und du hast ihn noch nicht so weit geöffnet. Also mach diese Übung auch ruhig vor dem Spiegel. Zuerst, um mal wirklich ganz bewusst den Kiefer etwas loszulassen. Jetzt, wenn du magst, kannst du irgendein einfaches Lied nehmen, welches keinen großen Stimmumfang hat, so etwas wirklich in deiner Comfortzone, Wohlfühllage, dass du zum Beispiel auf Wa-Wa durchsingst. Ich bringe jetzt irgendein Beispiel, was du machst. Wa-Wa-Wa. Auf Wa Wa durchsingst, um diesen Kiefer mal zu lösen, mal bewusst loszulassen. Wie gesagt, sehr gerne mit Kontrolle vor dem Spiegel. Jetzt manchmal, wenn das sehr angespannt ist, will sich dieser Muskel wie nicht so lösen. Ich hatte mal einen Schüler, der hat das so schön ausgedrückt und gesagt, mein Garagentor klemmt. Also wenn dein Garagentor klemmt, dann kannst du den sogenannten Daumentrick nehmen. Und zwar nimmst du ganz locker deinen Daumen zwischen deine Zähne. Das Gute am Daumen ist, du wirst da nicht fest beißen, weil sonst merkst du es an deinem Daumennagel, und du wirst auch nicht deinen Kiefer nach vorne schieben, was manchmal auch das Thema ist, weil sonst beißt du dir, wie gesagt, auf den Daumennagel. Vielleicht kennst du diesen Trick auch mit dem Korkzapfen, das gibt es ja auch. Beim Korkzapfen, verwende ich ab und zu auch, ist einfach die Gefahr, dass man ihn festbeißt und dann haben wir wieder nicht den gewünschten Effekt. Also ich selber bevorzuge den Daumen. Erstens hast du den immer dabei und zweitens kommt es dir nicht in den Sinn, zuzubeißen, weil, wie gesagt, sonst spürst du es dann sehr unschön. Das heißt, du nimmst dein Lied und singst das wirklich mal durch, indem du den Daumen zwischen deinen Zähnen hast, ganz locker, dass du mal wie spürst. Ich meine, mein Daumen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Millimeter oder Zentimeter das ist nicht riesig geöffnet, aber dass wir mal spüren, ich muss nicht festmachen, sondern ich darf mal wirklich loslassen. Hä? Es geht hier also nicht darum, dass du deinen Mund möglichst weit öffnest, sondern dass du nicht festhältst. Ich habe mir ein Songbeispiel, habe ich mir Time After Time von Cyndi Lauper ausgewählt. Und zwar ist es zuerst so bequeme Sprechstimmlage zwischen D und C. Das, wenn ich mache es mal falsch vor. Also meine Tendenz wäre jetzt, dass ich einen festen Kiefer habe und dann klingt's. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Du hörst es wahrscheinlich schon, der Klang wird sehr fest. Die Kehle geht hoch, der Mundraum ist klein und auch der Weg zum Nasenraum ist blockiert. Jetzt nimmst du deinen Daumen. Lying in my bed, I hear your clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Dann nimmst du den Daumen raus und versuchst, diese Öffnung beizubehalten. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Wenn du magst, darfst du auch mit der Hand mitstreichen. Caught up in circles, confusion is nothing new. Hast du bemerkt, was mit meinem Klang passiert ist, wenn ich den Kiefer festmache? Lying in my bed wird der Klang hart. Lying in my bed. Wow, das klingt gleich viel mehr, ohne dass ich mich irgendwie mehr anstrengen muss. Das heißt, locker Kiefer ist wichtig in Sprechstimmlage. Ich gehe jetzt extra in den Refrain, was so auf G ist, also das sind wir bereits so langsam am beginnenden Belting, am
Wir beginnen langsam zu belten, so in dieser Lage. Ist noch nicht sehr hoch, aber so beginnende Belting-Lage. So, jetzt bringe ich das Wort zusammen. Ist, wenn ich auch da gerade sehr häufig das Problem, dass Leute beim Belten Kiefer festmachen, ich mache es falsch vor, dann passiert. If you're lost, you can look and you will find me time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Du hörst wieder, es ist dieser feste Klang und ja, ich spüre auch diese Spannung. Also ich möchte jetzt nicht sehr lange so singen. Hm? Das heißt, du nimmst zuerst wieder den Daumen. Und dann, wenn ich singe, versuche ich wieder diese Öffnung zu behalten. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. Und sobald ich wieder meinen Kiefer lockerer habe, klingt es viel voller, es ist viel weniger anstrengend. Falls du spürst, dass du jetzt ein bisschen mehr mit deinem Körper mitarbeiten musst, hast du alles richtig gemacht. Weil das ist einer der häufigsten Gründe, jetzt ich sage es mal so neben dem Problemzone Stress, dass man so wie mit dem Kiefer mitstützen will, also weil mein Körper zu wenig da ist, zum Beispiel zum Belten. Kompensiere ich, indem ich eigentlich wie mit dem Kiefer mitstütze. Also sollte nicht passieren, aber es passiert sehr gern, dass ich dann if you're lost, you can look. Ich halte wie die hohe Spannung des Belting-Tones hier statt einen Stock tiefer. If you're lost, you can look and you will find me. Das heißt, wenn du merkst, hey, das mit dem Kiefer lösen, das fällt mir voll schwer, kannst du dir zum Beispiel auch eine Hand auf den Unterbauch halten, also so, dass der Daumen etwa beim Bauchnabel ist, wirklich Unterbauch, dass du mal bewusst von da ein bisschen Aktivität gibst und wenn du magst, die zweite Hand hier. Lost, you can look and you will find me. Und wenn mein Körper nicht mitarbeitet, ist die Gefahr groß für Lost, you can look and you will find me. Und dann, du hörst es sicher, es klingt viel fester und fühlt sich viel fester an. Diesen Trick kannst du übrigens auch anwenden in der Kopfstimme. Dazu habe ich ein Beispiel ausgewählt von Birdie. In, ist es Not About Angels? Ah, ich glaube, es ist Not About Angels, der Song, gibt es diese Stelle, die bis in F2 rauf geht und ich mache es schnell falsch vor. Hä? Beginnt auf C und die Schüler machen dann wieder und sagen, oh, das ist viel zu hoch, ich schaffe diesen Ton nicht, ich habe es auch nicht geschafft, ist mit hohem Kiefer. Und wenn ich wieder mache, wieder, ist alles offen, frei, der Ton hat Platz. Ich schaffe den Ton nicht. Das heißt, entweder immer zuerst mit dem Daumen oder vor dem Spiegel oder mit den Händen oder wenn du magst, kannst du es sogar kombinieren. Entweder Daumen ausstreichen oder Daumen mit Spiegel oder streichen mit Spiegel, so wie es für dich passt. Aber einfach, dass du schaust, dass du hier nicht festmachst. Und nochmal, es geht nicht darum, den Mund möglichst weit aufzureißen, sondern nicht festzuhalten. Beim Singen insbesondere, wie gesagt, weil wir das im Alltag sehr häufig machen, dass du vielleicht im Alltag auch ein bisschen darauf schaust, dass du dich nicht hier festmachst. Sehr wichtig, das ist dann Thema für ein anderes Video, ist auch unsere Kopfhaltung. In dem Moment, wo ich zum Beispiel mein Kinn zu hoch habe, meinen Kopf in den Nacken werfe, da kann ich zum Beispiel den Kiefer schon gar nicht mehr lösen. Also ich werde mal ein Video machen zum Thema langer Nacken, was man da alles machen kann, falls du so ein bisschen die Tendenz hast zum so singen. Das ist wie die Voraussetzung, ein langer Nacken, damit dein Kiefer auch wirklich beweglich ist, weil sobald ich so den Kopf zu hoch halte, bin ich hier angespannt. Ist zum Beispiel auch besonders wichtig, wenn du mit Mikrofon in einem Stativ singst, dass das nicht zu hoch ist, sonst bist du hier schon angespannt, noch die Gitarre vorne dran. Also wirklich, das ist wie die Voraussetzung, langer Nacken, damit dein Kiefer locker ist. Also wenn du mehr Resonanz möchtest, wie gesagt, Kehlrachen, Mundrachen, Nasenrachenraum ist dein Kiefer wirklich ein absolut entscheidender Hebel. Beobachte doch deinen Kiefer mal ein bisschen, wie gesagt, so im Alltag. Bist du da eher fest oder bist du da schön locker? Beobachte ihn beim Singen, kannst dich mal, wie gesagt, beim Spiegel anschauen oder diese Übungen machen. Ich würde es dir so empfehlen, dass du, wie gesagt, zuerst die Ba, 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 einfach die Loslassübung machst.
Dann singst du ein bequemes Lied auf. Wa, wa, wa. Durch. Und dann kannst du die bestimmten Stellen zuerst mit dem Daumentrick machen, mit dem Ausstreichen oder dem Spiegel. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir doch bitte einen Daumen hoch. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst, damit du keine Videos verpasst. Und wenn du irgendwelche Fragen hast zum Thema Kiefer, Thema Resonanzräume, schreib mir sie gerne unten in die Kommentare. Und ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Bis dann!